Okay, 3, 2, 1, Action. 3, 2, 1, Action, okay. Gerade ist ja ein bisschen schwierig alles am Markt. Wir wollen heute aber nicht die negativen Sachen beleuchten, sondern halt die positiven. Welche Opportunities gibt es jetzt gerade, wo halt der Markt ein bisschen ausgedüngt wird? Im Investmentbereich und auch im Maklerbereich. Da habe ich hier den Interviewgast, den Corbin Tolle, eingeladen heute. Danke, Corbin, für deine Zeit. Und ja, Fabian, spannende Frage, ja. Aber guck mal, das ist ganz einfach. Wir müssen einfach deinen Nachnamen und meinen Nachnamen kombinieren und dann wissen wir, dass alles wieder gut wird, ja. Dann wird es fröhlich und toll alles. Ja, ne? Oder? Dann kann auch gar nichts mehr schiefgehen. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Dann können wir super Geschäft machen, oder? Also, was will ich damit sagen? Das Mindset ist erstmal wichtig, ja, um am Markt zu agieren. Ich bin ja Immobilienmakler, also ich verkaufe Immobilien, die uns andere Leute anbieten, damit wir damit an den Markt gehen. Und das machen wir im sogenannten, wir nennen das Privatimmobilienbereich, also die klassische Eigentumswohnung oder das Eigenfamilienhaus. Das machen wir hier in Berlin und Umgebung. Und dann machen wir das Investmentgeschäft, also klassische Wohngeschäftshäuser, Wohnanlagen, Bürogebäude, Grundstücke. Oder auch mal ein leerstehendes Pflegeheim, das haben wir zum Beispiel dieses Jahr verkauft, ja, in der Nähe von Greifswald. Also das machen wir auch in Berlin und das machen wir aber auch bundesweit. Dann haben wir noch ein Netzwerk Dave, ja, da sind wir von Kiel über Bremen, Hamburg, Hannover, Göttingen, Münster bis runter nach München überall vertreten. Da tauschen wir uns natürlich auch immer über den Markt aus. Ja. Haben monatlich einmal so eine Telefonkonferenz. Und dadurch haben wir immer ein gutes Ohr am Markt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man immer so den Markt fühlt, dass man weiß, okay, was sind die Wünsche von Investoren, von Privatkäufern? Was sind die Wünsche auf der anderen Seite von den Verkäufern? Und da muss man genau unterscheiden. Ja? Sind es Privatleute, sind es Institutionelle? Wer will verkaufen, wer muss verkaufen? Bleiben wir mal auf der Privatimmobilienseite, also bei den Eigentumswohnungen. Was sind da so Verkaufsfaktoren? Ja, da sind also Wegzug, Trennung, also Scheidung meine ich damit, aber auch viele Todesfälle, ja, Vergrößerung der Immobilie. Das sind so alles Motive, warum die Leute ihre Immobilie verkaufen wollen. Und auf der anderen Seite, was ist mit den Käufern? Da ist es ganz spannend. Wir reden ja jetzt über stark gestiegene Zinsen. Also wenn wir zurückgucken, sind die Zinsen de facto ums Vierfache gestiegen in einem sehr kurzen Zeitraum. Und zwar in so einem kurzen Zeitraum, wie es eigentlich noch nie gab. Und jetzt sagen die Professionellen unter uns, so wie du und ich, sagen, oh, da kauft ja gar keiner mehr. Da sage ich, nee, das stimmt aber nicht. Weil die Leute, bleiben wir wieder bei den Privatkäufern, die heute an den Markt gehen, weil sie sich jetzt die Immobilie leisten können, ja, weil sie vielleicht geerbt haben, weil sie im Job mehr Geld verdienen, aber weil sich ihre Familiensituation ändert, weil sie heiraten, weil sie Kinder kriegen, weil sie umziehen und in eine Stadt wie Berlin wollen, wo es schwieriger ist, eine Mietwohnung zu finden, als eine Immobilie zu kaufen, so ungefähr. Mhm. Ja? Die haben natürlich eine ganz andere Motivation und die stört dieser so schnell gestiegene Zins vielleicht gar nicht, weil die gar nicht zurückgucken und sagen, oh, das war ja damals viel, viel billiger. Sondern die treten jetzt in den Markt ein zu den jetzt gegebenen Konditionen. Und deshalb funktioniert der Markt eigentlich auch weiterhin. Er funktioniert vielleicht nicht mehr so einfach und so schnell. Aber wir haben gerade eine Wohnung für 980.000 Euro verkauft in 47 Tagen. Das ist gut, oder? Das war, glaube ich, mit der schnellste. In Berlin? Oder in Berlin, ja, in Kreuzberg. Das war das schnellste, was wir je gemacht haben. Okay, ja, sehr gut. Wenn du jetzt die ganzen... Also wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch im Dave so eher so familiengeführte Unternehmen, so, wie, so kleinere, schon groß auch, aber nicht jetzt so Konzerne, würde ich jetzt sagen. Nein, keine Konzerne, sondern es sind also die Ursprungsidee war mal, dass es inhabergeführte Unternehmen sind, aber die haben, wir sind in allen Größenordnungen unterwegs. Ja? Also Robert C. Spieß in Bremen und Hamburg, der hat über 100 Mitarbeiter. Okay. Unser gemeinsamer Freund Peter Schürer von Schürer und Fleischer, der hat auch 100 Mitarbeiter. Ja. Rora München mit der Hausverwaltung hat auch 60 Mitarbeiter mit Immobilien und Hausverwaltung. Wir haben in Berlin 25 Mitarbeiter. Okay. Also da sind wir schon in mittelständischen Größen unterwegs. Okay. Und wenn du jetzt die ganzen Standorte vergleichst, so, also ich jetzt als Außenstehender, ich habe in Berlin jetzt noch keine Deals gemacht, würde aber behaupten, Berlin ist jetzt aktuell schon so der Markt, der am besten noch funktioniert. Ist das, was ich auch in eurer... Also ich glaube, widerspiegelt oder was? Ja, ich denke, also für Berlin spricht einfach vieles. Ja. Ja? Also du bist ja auch viel im Ausland unterwegs und
in Ferienregionen und immer wenn du da mal vielleicht dich für den Immobilienmarkt interessierst, dann guckst mal ein Schaufenster und sagst, wow, das ist ganz schön teuer hier auf dem Quadratmeter. Ja. Ja? Aber das sind die normalen Preise. Und wenn du nach Paris oder Barcelona gehst, oder ich habe mich jetzt über Belgrad gerade mit einem unterhalten. Mhm. Ja? Und wenn du diese Quadratmeterpreise hörst, dann ist Berlin für die, die von außen kommen, immer noch unheimlich günstig. Weil du kannst da hier immer noch irgendwo zwischen, sagen wir mal, Minimum 2.500, klar, bis nach oben ist die Grenze offen, aber 10.000 Euro, das ist so die normale Range, mhm. ja, in der wir uns hier bewegen, je nach Lage und Qualität, kannst du Wohneigentum kaufen. Und das in der Hauptstadt von Deutschland, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern und immer noch die viertstärkste Volkswirtschaft. Okay. Und das spricht unheimlich für Berlin. Okay, und die anderen Regionen, funktionieren die auch aktuell halbwegs zumindest, oder? Ich glaube schon, dass ländliche Regionen ein bisschen mehr leiden, weil da kommt ja noch das ganze Thema Energiewende jetzt mit ins Spiel, weil da musst du dir vorstellen, so auf dem platten Land, so ein Einfamilienhaus, was jetzt so ein, ich glaube, so der deutsche Durchschnittswert ist so 160.000 Euro. Und jetzt würde die Energiewende so greifen wie geplant und du müsstest dann irgendwas um die 20.000 Euro investieren, um dein Haus energetisch auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das heißt ja dann nicht, dass der Wert des Hauses um 20.000 Euro steigt, sondern er bleibt ja bei 160.000 Euro, weil das eine Vorschrift ist oder beziehungsweise der neue Standard ist. Und wenn du das nicht hast, wird keiner die Immobilie kaufen wollen. Das merken wir jetzt extrem, wenn ich nochmal kurz zurückspringen kann. Der Energieausweis, der ja verpflichtend ist, auch bei einer Besichtigung den zu zeigen, ist ja mittlerweile so, dass, also früher hat das nicht so wirklich interessiert. Und heute fragen die Kunden als erstes, welche Energieeffizienzklasse hat das Gebäude? Und jetzt sagst du zum Beispiel F, dann sage ich, oh danke fürs Gespräch, auf Wiedersehen. Die Immobilie interessiert mich nicht mehr. Ja, klar. Wobei das halt auch nach dem Bedarf oft ist, des jeweiligen Bewohners, der davor gewohnt hat. Und das ist ja kompletter Quatsch eigentlich. Ja, also da weiß jetzt nicht, Thema. Wie viel Zeit wir haben. Da können wir, jetzt. Wir wollten ja über positive Dinge sprechen. Genau. Und wie man halt jetzt die Situation nutzen kann, um gute Deals zu machen. Ja, also gute Deals ist also erstmal mit einer positiven Stimmung rangehen. Ja. Ich glaube, jeder, der einen Deal machen will, sollte an erster Stelle erstmal überhaupt wissen, für was er gut ist. Also wie viel Geld kriegt er von der Bank? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Weil ich höre immer wieder so in Gesprächen, ja, dann habe ich mich für die Immobilie interessiert und dann bin ich zur Bank gegangen und die hat dann gesagt, oh, wir geben Ihnen nur, jetzt mal überspitzt, die Hälfte der Hälfte. Mhm. Und je besser man selber aufgestellt ist, je besser man sozusagen schnell handeln kann. Also schnell handeln, sage ich, wenn ich eine GmbH habe, dass ich meine aktuelle BWA habe und meinen abgeschlossenen Jahresbericht und all diese Punkte, desto besser bin ich bei der Bank. Mhm. Ja, das ist genauso, wenn ich ein Haus kaufe, je besser die Dokumentation ist, desto weniger Preisverhandlung gibt es eigentlich. Ja, weil die eine gute Mieterliste, ein guter Datenraum, alle Unterlagen parat, vielleicht sogar noch ein Gutachten. Das zeigt, ja, dass sich schon jemand damit beschäftigt hat und wirkt immer für Qualität. Und das macht auch einen Preis am Ende aus. Mhm. Bei mir ist halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal vom Investment Case rede, was bei mir passiert, wenn ich jetzt einen guten Deal auf dem Tisch habe. Mhm. Ich will den halt schnell kaufen, idealerweise aus Eigenmitteln, damit ich halt quasi mir den Preis sichern kann. Wenn jetzt aber der Makler kommt und sagt so, ja, Moment, ich habe noch 5 andere, die prüfen die Finanzierung und dann wird der Deal halt unattraktiv, umso mehr Leute da mit dran rumwursteln und dann kriegt halt doch einer nochmal 30.000 mehr finanziert und dann habe ich halt keinen guten Deal mehr und der andere auch nicht, dann hat der Verkäufer halt einen richtig guten Deal gemacht. Das ist halt so aktuell immer noch das größte Risiko, was ich jetzt halt immer auf dem Tisch habe, wenn ich einen guten Deal auf dem Tisch habe. Also ich mache ja mein Geschäft schon relativ lange. Ja. Ja. Ich finde, es gibt so eine Weisheit, die sich oft wieder bewahrheitet. Das erste Gebot ist oft das Beste. Okay. Ja? Will man gar nicht so wahrhaben. Dann gibt es ja sowas, und das sagst du, du bist gut vorbereitet, du willst sogar aus Eigenmittel kaufen. Du musst vielleicht den Makler fragen. Wenn es ein guter Makler ist, dann gibt er dir auch die Antworten da schnell drauf. Was ist der Triggerpoint beim Verkäufer? Mhm. Zum Beispiel, wenn es Geschwindigkeit ist, ja, weil er Steuern bezahlen muss,
weil er vielleicht Deutschland verlassen will, weil ihm die Politik und die Gesetzgebung nicht mehr gefällt. Ja. Irgendwie sowas. Ja? Also da kannst du dir auch wieder 10 Punkte aussuchen. Dann musst du den Triggerpunkt suchen und wenn es ein guter Makler ist, dann weiß er das auch und sagt, ah ja, da und da liegt das. Ja? Mhm. Und so weit können wir vielleicht gehen. Und ein guter Makler würde vielleicht auch gar nicht noch den Markt großartig scannen, wenn er sagt, dein Preis ist der richtige Preis. Ja? Weil ein hoher Kaufpreis ist ja nicht immer das beste Ergebnis, sondern es kann ja sein, wann willst du bezahlen? Gehst du schnell zum Notar? Oder willst du, wenn du sagst, so, oh, ich muss mich erst um die Finanzierung kümmern? Oder ich will erst am Jahresende belegen? Das sind ja alles Punkte, die irgendwo mit reinspielen in eine Bewertung, was ist der wahre Preis? Ja. Also, mal wäre mein Tipp, rede offen mit dem Makler, sage, ich will den Deal machen, sage mir, was ist der Triggerpunkt, wie weit kann ich gehen? Ja. Und dann musst du halt ausloten, wo die Schmerzgrenze des Verkäufers ist. Ja, das ist der preisliche Aspekt, den kann ich nachvollziehen, dass man da so weiterkommen kann. Darüber hinaus, was auch noch immer mal wieder passiert ist bei den guten Deals, es gibt halt viele Deals, die sind maßlos überteuert aktuell. Es gibt ab und zu mal gute Deals, die kann man identifizieren, wenn das geschieht. Ist auch schon passiert jetzt bei mir. Ja. Ich habe einen großen Aufwand betrieben, und um eine Besichtigung zu realisieren. Und das ist auch mit Kosten verbunden, weil wir da irgendwie einen Kooperationspartner haben, der halt hinfährt, die Besichtigung macht und wir die Kosten halt übernehmen, wenn es nicht klappt, komplett. Und dann sagt halt der Makler zu mir, ja, lieber Fabian, es tut mir leid. Und zwar hat die Eigentümerin für einen Mitbewohner des Hauses sich entschieden. Da hat es deutlich weniger geboten als sie. Aber das war jetzt an der Stelle nicht so wichtig, weil da halt der persönliche Bezug im Vordergrund stand. Und jetzt fahre ich dahin, 2 Stunden pro Strecke, lasse ich jemanden fahren dann, einen Kollegen. Und Kosten, halber Tag weg, Finanzierung bestätigt, alles komplett drum und dran, mit einem deutlich besseren Preis, trotzdem haben wir es nicht bekommen. Hm. Wie hätte ich den Makler kriegen können, dass er mir es gibt? Naja, da ist wieder das Problem. Das ist natürlich wieder das Problem des Maklers, er ist ja nicht der Verkäufer. Ja, das muss man ja auch immer wieder so klar machen. Der Makler ist ja so der Mittler zwischen beiden Parteien. Ja, und wenn jetzt so eine emotionale Entscheidung fällt, die tatsächlich oft fallen, das macht man sich gar nicht so klar, ja. Es gibt sehr viele gute Menschen, auch wenn wir das so oft gar nicht so sehen, die sagen, ja, mir ist der letzte Euro gar nicht so wichtig, aber wenn ich hier meinen Mitbewohner oder meinen Nachbarn glücklich machen kann, dann ist das auch gut für mich. Ja. Davon gibt es sehr viele. Ja. Und klar, das ist schwierig. Wenn der Makler das gewusst hätte oder hat, dann hätte er es dir vielleicht vorher sagen müssen können. Dürfen. So. Ja, so. Das zeichnet ja auch einen guten Makler aus. Also Transparenz in dem Geschäft ist eigentlich für einen Deal immer das Beste. Ja. Ja, alle Karten auf den Tisch. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch, wir wollten ein Gemeinschaftsgeschäft mit jemandem machen, haben dann aber ein besseres Angebot gekriegt, noch von einer anderen Seite. Dann haben wir mit dem Eigentümer gesagt, also wir würden gerne unseren Deal vorziehen, weil wir kriegen da mehr Provision von dem Gesamtkuchen. Und dann hat der Eigentümer für uns entschieden und gesagt, gut, dann gehe ich mit dem Käufer. Ja, und dann haben wir dem anderen Makler abgesagt. Okay. Und das ist halt so Fairness, Transparenz, das macht immer gute Geschäfte aus. Okay. Ja. Also habe ich jetzt schon rausgehört, wenn man irgendwie mit der Provision einen Makler locken kann, kann man dann, ist es sowas zum Beispiel auch möglich, dass ich zum Beispiel sagen kann, so hey, ich zahle jetzt 6% anstatt 5%. Also erzähl mir mal, also wir nehmen ja nur 6% plus Mehrwertsteuer in Berlin, damit 5% von mir aus. Ja, kann man machen, ist auch gut. Ja. Und tatsächlich kann ich eine Episode erzählen. Wir haben in Berlin ein Mehrfamilienhaus verkauft vor, ich würde mal sagen, 1,5 Jahren oder 2 Jahren. War eine Erbengemeinschaft, die uns das Mandat erteilt hat. Haus hatte so ein paar Schwierigkeiten, weil es wurde so aus der Familie verwaltet etc. Und wir haben es dann sehr wenig Leuten aus unserem Kundenkreis angeboten. Und dann hat es der eine gesagt, er möchte es haben etc. Und dann haben wir mit dem den Preis auch gemacht. Und dann haben wir ihm gesagt, dass er 6% auf den Kaufpreis, und es waren, ich glaube, 1,5 Millionen, zu bezahlen hat. Und
dann hat er angerufen und wollte mich sprechen. Ja, mein Maklerkollege, der hat das gemacht und hat gesagt, oh Gott, was will der denn jetzt? Er will jetzt mit uns über die Provision reden und so. Na gut, dann haben wir den gemeinsam angerufen, haben wir gesagt, hallo, was können wir für Sie tun und so. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte nochmal mit mir über die Provision reden. Mhm. Und ich sage, ja, aber wir denken eigentlich, wir haben einen guten Deal gemacht. Und dann hat er gesagt, nee, da verstehen Sie mich falsch. Ich würde gerne aufrunden, weil sie haben mir so ein gutes Geschäft gemacht. Ja. Und das hat alles so super geklappt und das war alles verbindlich, was sie gesagt haben. Ich runde die Summe auf. Mhm. Und dann haben wir jetzt keine Prozente mehr gekriegt, aber ja, ich glaube, wir haben von 90.000 Euro dann 100 gekriegt oder so. Okay. Ja, das sind dann auch gute Aber es sind Kunden. Die Ausnahmen. Also. Aber es ist jetzt ein Kunde, oder? Der hat jetzt bei dir einen guten Ruf, so intern auch. Bei natürlich, der ja. Wenn der hatte schon lange einen guten Ruf bei jetzt uns. Hat er noch einen besseren. Ja. Jetzt hat er noch einen besseren. Der steht jetzt auf der Liste ganz oben. Ja, genau. Ja. Nein, aber was man immer nicht weiß oder berücksichtigt ist, ein Makler arbeitet ja manchmal auch sehr, sehr lange. An einem Deal. Ja, also bis der zur Marktreife kommt. Ich glaube, das längste, was wir mal hatten, waren 8 Jahre. Also ja? Bis ihr quasi bis wir auf den Markt gehen können mit dem Preis, mit dem Angebot und es wirklich verkaufen können. Weil da sind ja manchmal ungeklärte Sachen dabei. Ja? Entweder steuerliche Aspekte, dass er gar nicht verkaufen kann, ja, weil er vielleicht noch in einer Spekulationsfrist ist oder das Grundbuch muss noch bereinigt werden oder. Ja? Hast du mal schon eine Immobilie gekauft, wo noch irgendeine Grundschuld für jemanden drinsteht, der schon seit 200 Jahren verstorben ist und wo du dann noch erstmal so Aufrufe machen musst beim Grundbuchamt, wo dann da 3 Monate ein Zettel an der Tür hängt, wir suchen die Erben des verstorbenen Johannes Meyer 1895. Ja, okay. Ja, so ein Aufgebot. Also da gibt es ganz viele Sachen, die du gar nicht vielleicht erfährst, ja. Mhm. Weil es sind ja oft keine Profis, die am Markt kommen und sagen, hallo, ich bin der Fabian Fröhlich, lieber Corwin, ich möchte meine Immobilie verkaufen, hier ist mein Datenraum. Ja? Ja. Sondern die sagen, ach, ein Grundbuch, wo finde ich das denn? Und dann sagen wir, hier ist eine Vollmacht, wir holen Ihnen gerne das Grundbuch. Und haben Sie noch weitere Unterlagen? Ach nee, das hat meine verstorbene Tante gehabt und so. Also, das ist halt ein längerer Prozess. Ja, da ist viel Arbeit dahinter. Und dann freut sich auch ein Makler über eine gute Provision. Ja, ja klar, versteht man auch. Ja, also die Provision... Die ist oft gerechtfertigt, manchmal ist nichts dahinter, also manchmal machen die auch nichts dafür, manche machen viel dafür. Ja. Und ich erwarte ja zum Beispiel als Käufer auch immer, dass ich die Unterlagen vom Makler alle bekomme, dass ich die habe dann einfach. Das sehe ich als Aufgabe des Maklers, so wie du gerade erklärt hast, dass das alles läuft und das ist auch richtig so. Gut, dann haben wir jetzt verstanden, als Investor, wenn man was kaufen will, muss man halt die Situation abschätzen. Wie ist der Verkäufer drauf, wie ist der Makler drauf, mit welchen Argumenten kann man punkten und Schnelligkeit und der Preis ist nicht immer das ausschlaggebende Thema, wovon man eigentlich grundlegend erstmal wahrscheinlich ausgeht, aber ist dann doch nicht so. Ja, zusammenfassend kann man sagen, man muss immer eine tolle Immobilie bei tolle Immobilien kaufen und fröhlich ins Geschäft gehen, ja? Genau, dann hat man den besten Deal. So ist es, ja, so ist es. Und wenn jetzt, der Maklermarkt wird ja gerade auch extrem ausgedünnt, andere Seite. Ja. Also es gibt halt viele Konzerne, die jetzt gerade Makler nicht mehr halten können, weil einfach die Transaktionen zum einen länger dauern, also die gibt es immer noch, die dauern aber länger und wesentlich länger, Cashflow-Thematiken halt auftreten und vielleicht auch die Professionalität bei so einem großen, ganz großen Maklerhaus bei den jeweiligen Mitarbeitern gar nicht so hoch ist, dass es halt nicht Sinn macht, halt alle zu halten. Früher hat es halt Sinn gemacht, die zu halten, weil du musstest quasi draufschreiben, 3 Zimmerwohnungen zu verkaufen und mit dem Nagel an den Baum und irgendeiner ruft an und kauft. Ja, genau, ja. Und das Verteilungsgeschäft. Da kannst du jetzt mal auf Deutsch gesagt irgendeinen Dulli hinschicken zur Besichtigung und dann läuft das eh und Notarrechnung, Notarkaufvertrag, alles läuft easy going, okay? Und jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger und dementsprechend dünnt sich halt auch die Mitarbeiter eben ein bisschen aus bei den großen, ganz großen vor allem Maklern und also One-Man-Shows halt teilweise können sich auch nicht mehr halten. Wie siehst du jetzt Opportunities als Makler von der Situation zu profitieren? Also es gibt halt immer mehr Objekte, weniger Transaktionen, aber im Grunde genommen gibt es immer noch wahrscheinlich pro aktiven Makler immer noch ordentlich Provisionen dann zum Verdienen. Welche Positionierung würdest du da jetzt sehen, die jetzt Sinn macht? Also, wenn man lange am Markt ist, dann hast du ja schon
verschiedenste Marktzyklen durchlaufen. Ich habe schon Finanzkrise gemacht, ganz am Anfang meiner Karriere. Da gab es mal für die neuen Bundesländer die sogenannte Sonder-AFA. Mhm. Die war 100%, 50%, dann war sie null. Da musste man anfangen, die Immobilie den Leuten wieder hinterherzutragen. Ja? An dem Punkt sind wir jetzt zwar nicht, dass wir die Immobilie hinterhertragen müssen, aber wir müssen wieder mit den Kunden arbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich super. Ja? Also dieses Verteilen, das war ja, das war nett und schön, aber jetzt macht es ja wieder richtig Spaß, dem Verkäufer zu sagen, was unsere Meinung für den Marktpreis ist. Ja? Das ist ja wieder super. Ja? Die Leute hören auf dich. Die nehmen dich wieder ernst. Also der Job des Maklers wird eigentlich wieder ein echter Vermittlerjob. Ja, ja? Also man hat wieder eine richtig wertvolle Rolle. Weil ich muss sagen, pass mal auf, deine Preisvorstellung stimmt nicht mit deiner Preisvorstellung auf. Was können wir machen, dass das zusammenpasst? Oder ich kann dir sagen, ja, mach erstmal deine Finanzierung und. Ja? Also wir sind wieder Dealmaker. Ja? Und das macht die Sache, da macht die Sache wieder Spaß. Ja. Ja, gut, jetzt sitze ich in einem Standort wie Berlin, da ist der Immobilienmarkt eh recht groß, ja, mhm. Weil es gibt, also ich kenne jetzt Stuttgart nicht, aber in Stuttgart habe ich immer gehört, ja, da muss ein Haus, da muss man erstmal sterben, damit ein Haus oder eine Wohnung überhaupt verkauft wird. Es gibt Regionen, da ist es tatsächlich so. Ja, also da passiert ganz wenig Transaktionen. Und Berlin ist eine Stadt, wo Leute reingehen, rausgehen. Seit der Wiedervereinigung hat sich die Bevölkerung sozusagen einmal zur Hälfte durchmischt, also durch Wegzug, Zuzug und Versterben. Und hier ist immer Transaktion. Ja? Die ist vielleicht nicht mehr so groß, in so großvolumig wie früher, aber es wird für so einen Laden wie mich, ja, ich suche auch gerade wieder aktuellen Makler, also wer sich bewerben will bei Tolle Immobilien, gerne auf unsere Homepage gucken. Ja? Aber ihr müsst fröhlich sein. Ja, aber natürlich muss man fröhlich sein. Ja? Also wir suchen top, gute Leute, vor allem mit einem positiven Mindset, das ist ganz wichtig. Und da ist Spaß. Ja? Ja. Und zum Beispiel, also die Frage, ich denke nie über die Frage nach, wo kommt mein Geschäft her? Weil es fliegt mir nicht zu, aber wir werden empfohlen, wir kriegen Anrufe aus unserem Netzwerk, wir kriegen viele Kontakte über unsere Webseite, wir haben eine relativ große Markttransparenz. Und eine Präsenz vor allen Dingen auch, ja. Und da kommt immer was. Ja? Ja, ja. Also das ist eigentlich schon gut. Ja, wir merken es ja auch halt vor allem bei 7 Plus jetzt in der Maklerrolle. Und zwar, wenn die Makler vor einem Jahr, zwei einen Teaser verschickt haben über unser System, dann ging es halt einfach eine Art gekauft. Und dann war auch der Einwand beim Verkaufen unserer Mitgliedschaft immer der, ja, Fabian oder Herr Fröhlich, wissen Sie nicht, wie der Markt funktioniert. Ich habe einen Deal und den verteile ich nur. Genau. Und genau dieses Mindset haben halt viele Makler aktuell noch. Die denken halt, ich habe einen Deal, ich verteile den nur. Und die haben jetzt halt einfach keinen Erfolg mehr, weil sie halt Arbeit machen müssen. Mhm. Und der, wo das versteht, Arbeit, wie das funktioniert, dass man halt auch mal arbeiten muss, dass man was verdient, genau, der hat dann am Ende des Tages halt dann die Transaktion. Ja, und die Arbeit beginnt halt schon sozusagen beim Einpreisen der Immobilie. Ja. Ja? Also wenn du mir sagst, du möchtest die Immobilie, sagen wir mal, für 100.000 Euro verkaufen und ich sage dir, die ist nur 80 wert, ja, dann ist das Ganze entscheidend, ob wir die Immobilie gemeinsam verkaufen oder nicht. Ja. Weil wenn du bei deinen 100 bleibst, werden wir keinen Käufer finden. Und dann werde ich sie wahrscheinlich gar nicht anbieten. Mhm. Ja? Wenn wir aber bei 80 einsteigen, dann werden wir eine relativ kurze Vermarktungszeit von ungefähr 3 Monaten, muss man immer sagen. So 3 Monate ist eine normale, schnelle Vermarktungszeit. Ja. Ja? Bis das mit der Bank, Grundbuch, alles geklärt ist, bis zum Notartermin. So dauert es erfahrungsgemäß ungefähr 3 Monate. Ja. Und ja, also du musst jetzt anfangen, aus Maklersicht den richtigen Preis zu finden. Aus Käufersicht musst du gucken, was, und da kennst du vielleicht, wenn du am Markt aktiv bist, weißt du ja, welche Makler gute Immobilien schon in der Vergangenheit auch angeboten haben, ja, wo der Preis stimmte. Mit den Maklern würde ich mich wieder unterhalten, weil die werden jetzt auch gute Angebote haben. Ja, wir haben jetzt auf der Plattformebene halt ein Thema immer, wo ich wieder mit konfrontiert werde, und zwar manche Makler können halt nicht einschätzen, die richtige Preiseinwertung mit dem Verkäufer zu machen. Da gibt es halt dann teilweise Deals, die sind halt overpriced komplett, und wenn jetzt ein Makler zum Beispiel 5 Angebote hat im institutionellen Bereich und einer davon ist nur gut, dann wissen die oft nicht, auf welches Ding soll ich mich fokussieren. Und die denken halt, ey, ich will alles verkaufen. Aber es klappt halt einfach nicht. Fokus ist halt einfach der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und das ist halt für viele schwierig,
das richtig einzuschätzen. Also die Objekte, die wir aus unserer sogenannten Verkaufsliste streichen, yeah, sind mehr als die wir aktiv am Markt anbieten. Genau, die Preise, das ist das, was ja verstanden werden muss. Ja. Ja. Weil was soll ich etwas mitschleppen, was am Markt vorbei ist? Ja? Also da gibt es ja viele Beispiele. Ja? Ja. Ja, sogenannte Ladenhüter, das sind Ladenhüter. Was passiert mit den Ladenhütern mittelfristig? Also langfristig landen die irgendwann in einer Zwangsversteigerung. Ja. Ist es wirklich so? Oder? Ja, kommt immer auf die Eigentümerstruktur an. Aber ja, wenn du jetzt liest aktuell, was, wie viele Insolvenzen so sind, ja, das ja sind wahrscheinlich oft noch Eigeninsolvenzen, um sich halt ja diversen Schuldnern zu entledigen. Aber wenn du das mal zu Ende denkst, ja, dann ist ja irgendwann wird die Bank anrufen und sagen, wie sieht's aus? Ja, wir wollen unseren Kredit zurückhaben. Ja, 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 klar. Also wenn wir jetzt so über großvolumige Geschichten ja reden. Ja? Nicht bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Da sind wir Deutschen sehr konservativ. Das ist alles grundsolide finanziert. Da passiert nicht so viel. Ja? Also wenn jetzt meine Kredite auslaufen, dann habe ich halt Pech. Ja, dann sind die, aber ist das Niveau genauso wie vor 10 Jahren so ungefähr wieder. Also gibt es jetzt auch irgendwie keinen heiligen Gral, wie ich so einen Ladenhüter als Makler gescheit eingewertet und auch verkauft bekommen? Da würdest du sagen, einfach Finger weglassen, not my business. Naja, doch, es gibt natürlich, also know your customer, ja, alte Weisheit, ja, aber ich muss meinen Eigentümer kennen. Ich muss mit meinem Eigentümer am Tisch sitzen. Ich muss dem sagen, pass mal auf, hier, das und das sind die Transaktionen in den letzten Monaten, die ich gemacht habe oder die ich am Markt gehört habe, etc. Ja? Du bist vollkommen overpriced mit deinem Produkt. Lass uns über den Preis reden. Und wenn er dann sagt, kann ich nicht? Ja, dann kann ich nur sagen, dann rufen Sie mich wieder an, wenn der Preis stimmt. Ja? Das ist meine Meinung. Dann geht er vielleicht zum anderen Maklerhaus, der wird ihm vielleicht das Gleiche sagen. Ja? Oder er wird es einfach online stellen. Das oder er steht selber online. Ja, aber wenn wir jetzt über großvolumige Geschichten, also ich glaube nicht, dass so in der Immobilienwirtschaft jeden Tag ein Dummer aufsteht und noch ja eine überteuerte Immobilie kauft. Das war einmal. Das war einmal, ja. Das war einmal. Ja, ja gut, dann danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Ich ja denke, wir haben jetzt die beiden Perspektiven so grob abgefespert. Ja. Aber ein Satz noch, weil du es ja gesagt hast. Ja, also dein Produkt, was du anbietest, das ist natürlich ein super Tool auch für einen Makler oder ein Unternehmen wie unseres, da auch den Markt zu scannen. Ja? Wir ja kennen es viele, weil wir sind lange am Markt. Aber das ist immer wieder interessant, was da so an interessanten Kunden auch für den einen oder anderen und, oder Produkt auch wieder zum Vorschein kommt. Ja, wir haben jetzt den vermehrten Fokus, Privatinvestoren noch zu finden halt. Ja, Family Offices oder so. Ja, oder irgendwelche ja Privatleute einfach, die überdurchschnittliches Gehalt beziehen, auf welcher Ebene auch immer, mhm, weil die haben zum Beispiel auch in C- und D-Lagen teilweise regionale Bezüge, aber sehr hohe private Vermögen, die dann ein ganz anderes Interesse nochmal haben, in irgendeinem Kuhdorf, sage ich jetzt mal, ein großvolumiges Investment zu tätigen. Und das sind genau die Leute, die man jetzt halt braucht, die auch nicht unbedingt danach suchen, aber wenn du die mal ansprichst, dann kaufen die unter Umständen. Und das sind genau die, die man braucht, um halt solche Transaktionen auch noch über den Tisch zu bringen halt. Ja, gut, dass du es ansprichst. Ja. Womit waren wir dieses Jahr sehr erfolgreich? Ja. Wir haben mehrere Stadtvillen verkauft. Mhm. Also Objekte so mit 4, 5 Einheiten in einer Peripherielage, um Berlin rum zum Beispiel, Kleinmachnow, Velten, Klinike, Nordbahn. So, ja, so um 1 Million. Oder ja. 980.000, 1 Million, 1,35 Millionen. Mhm. Und da sind genau die Käufer, die du sagst, das sind vermögende Privatpersonen, die sagen, ah, ich mache ein bisschen Asset Allocation. Ja. Ich habe Geld auf der Bank, ich habe vielleicht noch ein Depot, aber ich will auch noch Betongold haben, ja, weil ich will ja auch mal steinreich sein. Ja, ungefähr, klar. Ja. Und ja, also mit Stadtvillen haben wir dieses Jahr ein super Geschäft gemacht. Und die vermieten das dann oder was machen die? Ja, die sind ja schon vermietet. Ja, da kriegst du ja da Mieteinnahmen, unterschiedlich, ja, 48.000 Euro, vielleicht 60.000 Euro im Jahr. Ja, auch nicht wenig eigentlich. Ne? Ja, ja, aber es passt dann halt. Ja, 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 perfekt. Ja. Gut, dann danke dir, Corwin, für deine Zeit. Ja, Fabian, herzlichen Dank und lass uns fröhlich bleiben. Ja, lass uns fröhlich bleiben und tolle Immobilien verkaufen. Ja, das wäre das Beste.